Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty, dem ersten Teil aus der Call of Duty Reihe. Der handelt ja noch im Zweiten Weltkrieg. Wir sind jetzt an der Normandie, fahren jetzt mit dem Auto zu unserem Bataillon zurück, weil wir ja kein Funkgerät mehr haben. Ich hoffe natürlich, wir schaffen das. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Munition. Was? F, um aus dem Fenster zu lehnen. Na, ist aber schon ein bisschen gefährlich so, oder? Wieder rein ins Auto. Ja, das ist natürlich jetzt auch blöd. Wir haben jetzt nicht einmal mehr einen halben Lebensbalken. Wir könnten jetzt auch in der Mission nicht einmal irgendwo sagen, wir schnappen uns jetzt mal ein Medikit oder irgendwas. Das geht ja nicht. Wir sind ja im Auto hier drin. Oh, die kommen sogar noch hinterher. So, ein Treffer noch, dann sind wir tot. Ey, du fährst voll ganz schön, ey. Da ist ein Panzer, pass mal auf. Ja. Okay, wir starten jetzt wieder von Anfang. Komm, fahr schneller, dass die mich nicht erwischen, ey. Ihr seht ja, man braucht nicht viel Treffer. Da stirbt man eigentlich sehr, sehr schnell hier. Ja, ich glaube, wir spielen auf schwer, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Nein, nein, nein. Ja, okay, bis jetzt haben wir ja noch keinen Treffer erwischt. Das Ganze aber jetzt schnell ändern, wenn die jetzt dann gleich hinter uns herfahren. Was machst denn du jetzt? Achso. Schnell. Vor allem gerade war noch keiner im Auto drin und jetzt auf einmal tauchen sie auf. Der rast und rast, ey. So, komm, mach einen Unfall. Okay. Ich sehe nur noch der Fahrer. Spiel gespeichert. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal jetzt einen wieder Einstiegspunkt hier. Der schaut eigentlich sehr gut aus bis jetzt. Bisschen unrealistische Fahrphysik hier. Oh, Panzer, Panzer, Panzer vorweg. Ich hoffe jetzt mal, das ist nicht mehr alles so weit. Ja, komm, beeil dich mal, ey. Nee, das sind wir weg. Kommt der Panzer? Ja. Was ist denn jetzt? Wo schießt denn der hin? Was finden Sie einen neuen Wagen? Hey. Ihr seht es selber in der Gesundheit. Jetzt brauchen wir ganz, ganz dringend ein neues Medikit. Kommt hier noch einer? Ah, da stehen welche drin. So. Sind wir wenigstens hier in der Gesundheit wieder voll. Einen neuen Wagen finden. Geh weg. Ja, ihr seht selber, ein Treffer und fast die Gesundheit ist komplett weg.
Wo war denn der jetzt? Ah, da. Ach, noch einer. Wo schießt denn? Ach, hier an der Ecke. Komm vor, oder bist du schon tot? Nee, das sind mehr. Hab dann gesehen hier links an der Ecke. Achso, halt, jetzt gehen wir hier rein. Ey. Okay, muss ich ganz ehrlich sagen, auf schwer ist das Spiel schon happig, du. Da ist es nicht einfach so mit durchrennen, aber so sollten ja Spiele eigentlich auch sein. Wenn man einfach durch ein Spiel durchrennen kann, dann hat man eh nicht viel Spaß dran, also ist jetzt meine persönliche Meinung. So, jetzt müssen wir mal aufpassen, da war einer hier an der Mauer. Los, komm vor. Der ging, glaube ich, daneben, oder? So, und hier links an der Mauer war auch einer. Ist der noch da? Waren das jetzt meine Burgschreiner oder der Gegner? Okay. Gegner ist schon mal keiner mehr da jetzt. Medikit waren wir auch jetzt gerade im Moment nicht. Ah, hier ist unser neues Auto. Die Büsche gar nicht durchlaufen. Habt ihr den jetzt erwischt? Ja, schaut so aus. Na, hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Da bräuchte man jetzt ein schönes Scharfschützengewehr, ey. Ah, ich komm schon, ich komm schon. Wie schaut es mit der Munition aus? Ah, da haben wir nur jede Menge. Ah. Okay, dann hätte ich natürlich auch von hier unten Feuerschutz geben können, wenn hier ein MG liegt. Das habe ich natürlich auch nicht gesehen. So, in den Wagen kommen. Also schießen und also fahren und schießen dabei ist für gar nicht so einfach. Wo ist denn überhaupt der Panzer? Tja, müssen wir jetzt draußen sein, müssen wir es eigentlich geschafft haben. Melden Sie dem Hauptquartier, dass die Stadt angenommen wurde. Ja, ich gehe davon aus, dass wir es jetzt geschafft haben. Unser Fenster kann man nicht zerschießen. Ja, da kommen keine mehr, oder? Das müssen unsere hier vorne sein. Schaut zumindest so aus. Ja. Na, dann haben wir die Mission doch geschafft. Okay, dann müssen wir bestimmt noch woanders hinfahren. Nee, das war doch die Mission. So, dann will ich gar nicht wissen, was uns in der nächsten Mission erwartet. So wie es ausschaut, wenn wir hier warten sollen, fahren wir bestimmt mit dem Auto weiter. Das sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.